Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt schon wieder ein Telonym beantworten Video. Was übrigens sehr das interessant ist, das kommt jetzt tatsächlich alle paar Tage. Weil ich habe eine Regel. Ich habe eine Regel und die lautet, ich mache dann ein Video, wenn ich 5 Tells habe. Weil ich immer 5 Tells beantworte. Damit das Video nicht zu lange ist, nicht zu kurz, nicht zu lang. So. Und das geht schnell. Da ich jetzt einfach alles beantworte, weil es mir persönlich egal ist, ob das jetzt wirklich von echten Menschen oder von Telonym selber ist, was damals halt für mich ein Problem war, sage ich jetzt so, hey, besser als gar nichts, bin ich ganz ehrlich. Okay. Eine kleine Anneuerung gibt es in diesem Video allerdings. Ich habe jetzt Hintergrundmusik, weil ich damit ein bisschen auch experimentieren möchte. Naja, ob das gut ankommt, wenn ich meine Videos mit Hintergrundmusik mache. Weil in der letzten Zeit konsumiere ich viele Videos. Und da ist es tatsächlich so, dass in jedem Video, das ich geguckt habe, Hintergrundmusik vorhanden war. Und deshalb nehme ich jetzt auch etwas. Keine Sorge, ist natürlich no copyright. Habe ich extra geschaut, dass es kein Urheberrecht hat. Ja. So. Fürs Erste bleibt es aber auch nur dann das eine. Ja. Also ich werde jetzt nicht in jedem Video eine neue Hintergrundmusik machen, so, also weil. Aber egal, es geht nicht um die Hintergrundmusik, es geht um das. Um das Video, das Telonym beantworten. 5 Stück und deshalb. Erste Frage. Spielst du Call of Duty? Nein. Ich spiele kein Call of Duty, kein Battlefield, kein CSGO, kein PUBG oder auch und auch kein Rainbow Six. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil es ja in der Vergangenheit auch, das ist ja schon wirklich sehr lange her, aber ich kann mich noch dran erinnern, weil in der Vergangenheit kamen auch die Leute immer und sagten so, ja, wann spielst du wieder Rainbow Six? Ich habe ich noch nie gezockt oder so, ne? Weil ich zocke auch kein Call of Duty. Oder sonst irgendwelche Shooter. Tatsächlich die einzigen Shooter, die ich spiele, das ist, wenn man das so sagen möchte, wenn es halt Waffe und so, ne? GTA 5. Also eigentlich auch GTA San Andreas, aber meine PS2 spinnt. So Ballerspiele mag ich persönlich nicht so, weil die mich stressen. Und das möchte ich nicht. Nee. Anschauen, ja, ist was anderes. Mache ich aber persönlich auch nicht. Okay. Nächste Frage. Wie kann man jemanden auf ehrenhafte Weise zurückweisen? Ich habe keine Ahnung. Wie meinst du zurückweisen? Ja, es ist jetzt hier so einen Kopf geben oder so, wenn jetzt einer sagt, hey, ich stehe auf dich. Und dann dem Kopf geben oder wie meinst du das? Keine Ahnung. Das ist ganz kritisches Thema. Das sind persönliche Fragen, auch die ich auch nicht beantworten kann. Ich meine, also ich habe natürlich schon des Öfteren auch Frauen tatsächlich, das würde man mir überhaupt nicht glauben, aber es ist eine Tatsache. Ich habe schon Frauen Korb gegeben. Ja. Aber eben anders als diese Frage. Sehr ehrenlos und, also was heißt echt, also irgendwie ganz komisch. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, irgendwie. Ja. Okay. Nächste Frage. Was machst du richtig gerne, wenn du allein bist? Spaß. Zocken. Nein, wirklich
eigentlich zocken. Eigentlich. Warum? Ganz einfach. Also eigentlich, weil in letzter Zeit ist eigentlich bockt mich das schon auch gar nicht mehr wirklich. Ja, weil ich weiß nicht, das ist so zum so ein Alltag einfach. Eigentlich etwas, wo ich eigentlich schon längst raus wollte. Das Ding ist, ich bin eigentlich nur den ganzen Tag am Zocken, weil ich halt einfach keine Freunde habe und so weiter und mich dann nur die ganze Zeit langweilen würde. Ja. Weil ich halt auch nicht viel machen kann. Ich habe halt nicht mehr so viele Hobbys wie früher. Und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich ja 2021 meinen PC nicht mehr hatte. Da war mir eigentlich erstmal die ganze Zeit langweilig. Ja. Da war mir erstmal voll langweilig. Ja, okay, der Sommer war nice, ja. Aber ansonsten, der Rest war ich voll langweilig. Naja. Also, eigentlich, nee, also wie gesagt, wenn ich halt allein bin, dann, also zocken eigentlich stimmt schon gar nicht mehr wirklich, bin ich ganz ehrlich, also das macht mir tatsächlich keinen Spaß mehr. Nee, bin ich halt ganz ehrlich. Ich meine, ja okay, ich zocke zwar die ganze Zeit, aber merke auch einfach, wie das mich eigentlich fertig macht. Weil ja, und das tut mir auch eigentlich überhaupt nicht gut. Aber ja, wenn ich halt mitzocken würde, würde ich mich den ganzen Tag nur langweilen. Das Ding ist, hätte ich halt mehr Freunde im Leben, mit denen ich was machen konnte. Ja, wäre besser. Weil auch zum Beispiel alleine rausgehen, bockt dann auch nicht oder so, ne? Oder formuliere es eigentlich mal komplett anders da. Ich bin nicht gerne allein. So. Direkt. Nächste Frage. Was glaubst du, woran es liegt, dass schlaue Menschen manchmal richtig merkwürdig sind? Inwiefern merkwürdig? Hä? Ich meine, es gibt auch. Sorry, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich weiß es selber nicht. Hä? Ich möchte jetzt niemanden anfeinden, aber ich glaube, das ist 1A eine Frage, die Telonym mir gerade einfach so geschickt hat. Bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, das ist eine ganz komische Frage, ne? Also, ja, ich meine, wie gesagt, es ist logisch, dass, also ich meine, es ist bekannt, dass Telonym einem auch ab und zu Nachrichten zu Fragen schickt. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich nehme das trotzdem. Klar. Aber ich meine, da merkt man wirklich offensichtlich, weil, das macht doch irgendwie teilweise keinen Sinn. Weil, inwiefern sind schlaue Menschen merkwürdig? Weil sie über Sachen reden halt, oder wie, so Wissenschaft oder so, das ist halt, na, die sind halt schlau, die können halt über sowas halt reden. Eine dumme Person ist zum Beispiel, die kann das halt nicht, weil sie sich mit dem nicht auskennt. Oder, Nächste Frage. Ich check das nämlich gerade überhaupt nicht. Also, und dann sind wir übrigens auch schon bei der letzten Frage. Was würdest du Leuten Positives sagen, die noch nie in dein Land gereist sind?
Das lasse ich auch erstmal kurz offen. Müssen wir mal hier. Also mein Hirn ist gerade so geröstet vom ganzen Nachdenken, dass ich jetzt auch erstmal das hier irgendwie in meinem Kopf rendern muss. Also, du wirst mich wahrscheinlich fragen, was ich den Leuten sagen würde, also positives sagen würde, über mein Land, also Deutschland. Ich weiß, da hängt eine amerikanische Flagge im Hintergrund und ich habe gerade die Bewegung voll verkackt. Also hier ist eine amerikanische Flagge im Hintergrund. Aber weder lebe ich in den USA, noch bin ich ein Amerikaner. Ich bin eher spanisch und zumindest laut meinem Ausweis dann deutsch. Das ist so eine ganz komische Diskussion mit meinen Eltern. Weil ich habe jetzt ein Jahr lang gesagt, weil ich irgendwie plötzlich erfahren habe, dass ich eigentlich ja ein Spanisch-Tschechisch-Deutsch, also Spanisch-Deutsch-Tscheche wäre, weil das verwirrende Ding mit den Nationalitäten. Egal. Es geht jetzt nicht darum, also eben Land Deutschland, ne? Was ich den Leuten Positives sagen würde über Deutschland, über also Leuten, die noch nie in Deutschland gewesen sind. Nix. Nee, bin ich ganz ehrlich. Nix. Das Einzige, was ich hier tatsächlich in Deutschland so was sagen muss, Hut ab, das sind unsere Volksfeste. Bin ich ganz ehrlich. Weil auf der ganzen Welt haben wir die besten Fahrgeschäfte. Aber ansonsten nichts, bin ich ganz ehrlich. Warum? Das Video wird doch noch ein bisschen dauern. Das muss man mal objektiv betrachten, okay? Natürlich, es kommt immer drauf an, welchem Land, ne? Klar, also es gibt natürlich Länder, die sind tausendmal schlechter als Deutschland, ne? Also wie gesagt, es kommt natürlich immer auf die Lage drauf an. Ja. Aber nehmen wir zum Beispiel mal das beste Beispiel. Wir haben richtig schlechtes Wetter hier in Deutschland. Na? Vor allem dieses Jahr. Also ich hatte jetzt. Also wir hatten. Also in Deutschland ist ja dieses Jahr kaum schönes Wetter eigentlich. Also, und man konnte das nicht genießen. Weil. Klar, okay, kurz was mit der Sonne, dann wieder Regen. Ja. Oder letzt auch zum Beispiel, letzt wollte ich ja in den Wald gehen. War das nicht sogar im letzten im vorletzten Telonym-Video, habe ich es nicht irgendwie sogar gesagt, dass ich im Wald war und es dann, weil es draußen sehr schönes Wetter war und ich dann im Wald war und es und eine Gewitterwarnung dann kam. Ja, genau, das meine ich nämlich. Und ich habe auch dieses Jahr mein Vertrauen zum Wetter einfach komplett verloren, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich draußen schönes Wetter sehe, normalerweise sage ich immer so, yay, schönes Wetter. Kann man gut rausgehen und so. Okay, außer tatsächlich im Hochsommer. Also jetzt im Hochsommer sage ich immer so. Ja, jetzt wird die Bude heiß. Und bin dann auch so. Aber dieses Jahr ist es eher so, dass ich dann ans Fenster gucke und sage, aha, schönes Wetter. Mal sehen, wie lange noch. Und ich auch so. Naja. Ich könnte jetzt hier 1000 Millionen Sachen aufzählen, also das Video würde aber dann eine halbe Stunde oder so, eine Stunde oder sonst was dauern. Nein.
Deshalb, stopp. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Falls nein, könnt ihr ein Dislike da lassen. Ich habe mir ein Programm runtergeladen auf dem Laptop, wo ich Dislikes sehen kann. Nur mal so. Ich weiß, weil YouTube hat das seit einiger Zeit die Dislikes entfernt. Wenn ich das heute noch scheiße finde, glaube ich, das finden wir alle schlecht. Ich habe gerade ein falsches Wort gesagt. Na super. Was mich auch der andere Punkt ist, ja, ich muss ja auch meinen ganzen Content und so alles umstellen. Ich muss nämlich tatsächlich auch, ich muss freundlicher werden. Ich darf nicht mal großartig Kraftausdrücke so nutzen oder sonst was, weil das Problem ist, YouTube und so. Ja. Generell halt. Ja. Möchte ich halt auch. Brain AFK. Ey, dieses Video hat mich echt. Naja. Also nochmal, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, könnt ihr ein Like da lassen. Falls nein, könnt ihr ein Dislike da lassen. Ich habe ein Programm, womit man Dislikes sehen kann, ne? Ja, denkt, ein Abo könnt ihr von mir jetzt auch da lassen. Sehe ich persönlich nur mittlerweile einfach kritisch. Weil, ich weiß, früher habe ich mal gesagt, ja, lasst ein Abo da, das würde mich sehr unterstützen. Heute sage ich eher, wenn ihr mich abonniert, unterstützt ihr mich damit überhaupt nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ein Abo ist keine Unterstützung mehr für mich. Nicht, weil ich die 1000 Abonnenten habe. Nee, ich finde es ehrlich gesagt schön, dass ich tatsächlich nach 6 Jahren endlich die 1000, dass ich ja vor längerer Zeit die 1000 Abonnenten geknackt habe. Finde ich gut. Das Problem ist nur, dass die meisten einfach auch mittlerweile einfach inaktiv geworden sind. Da kommen halt mal kurz Leute, sagen so, ja, gutes Video, Abo ist da. Okay. Und diese Person kommt dann nie wieder. Nur mal so. Also, anhand eben schon einen Aufrufe werden und so, merke ich eben, dass die ganzen Leute, die immer gesagt haben, ja, gutes Video, Abo raus und so weiter, Abo dagelassen und so weiter, dass die sich meine Videos nicht anschauen. Na? Nee. Warum? Bedenkt, ich habe 1000 Abonnenten. Okay? Und manchmal Aufrufe werde von 200, manchmal vielleicht gerade mal von 100 oder von 50. Naja, deshalb lieber eher ein Like da lassen. Und auch ein Kommentar. Ein Abo wirklich eher nicht. Ja. Wirklich, wenn, also wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ein Like da lassen. Und oder ein Kommentar. Weil das ist gut für den Algorithmus, der dann nämlich das Video auch anderen Leuten vorschlägt. Und das ist auch besser für den Kanal, weil wenn dann ein Video besser ankommt, kann es auch sein, dass das nächste Video auch ein bisschen besser ankommt, eventuell. Ne? So, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Also hier auf YouTube wird es wahrscheinlich wieder mal ein Telonym-Beantworten-Video sein, weil, ganz ehrlich, was anderes kann ich in letzter Zeit ja nicht machen, weil das Internet ja so schlecht ist. Wenn ich irgendwas anderes mache, dann leckt es. Dann ist es wirklich so in Stop-Motion. Ja. Aber am Sonntag könnt ihr mich natürlich auf Twitch sehen. Dort mache ich dann einen Livestream. Aber jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.